Und herzlich willkommen zu Folge 46. Ja, beim letzten Mal haben wir noch ein bisschen so Material zusammengesammelt, denn wir wollen mittlerweile in die Biogas-Engine-Aktion wieder reintreten. Das heißt, mit Biogasmasse und sowas geht es wieder gleich voran. Aber ich hatte mir noch was überlegt. Was musst du denn noch für die Biogas-Sachen erledigen? Ja, was muss ich dafür erledigen? Ich brauche noch Strom. Das geht unter anderem am schnellsten, wenn wir das hier machen. Wie viel haben wir denn noch da? An Wasser, da haben wir noch genug. Wenn wir einfach hier ein paar von den Platten herstellen werden. Setzen hier. Da kann ich eigentlich hier diese Kokskohle reinpfeffern. Die ist immer gut dafür. Habe ich denn noch was davon? Hier ist keine mehr. Ich meine, ich hatte da noch welche rumfliegen. Da ist er doch. Da machen wir die, weiß ich nicht. Erstmal nicht so übertreiben damit. Dass wir vielleicht 8-8 da reinsetzen werden und dann ist vielleicht gut. So, 8 da rein. 8 da rein. Dann lassen wir den einfach gemütlich hier laufen. Lass einfach nebenbei nur diese Rolling Machine betreiben. Dass wir halt diese Stahlplatten bekommen, damit wir halt unsere Flüssigkeiten schon mal irgendwo drin speichern können. Das liegt eigentlich an meinem Problem, was ich gern vorhabe. Glas, brauchen wir viel Gears. So, das ist ein Fermenter, da brauchen wir schon mal zwei von auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum weg. Mein Mikro ist immer noch da, das ist super. So, und dann brauchen wir noch den Stiller, oh. Da ist er doch. Ah, der heißt noch Still. Ein Ding und Whetstone, okay. Einmal so und Whetstone. Oh. Was habe ich denn hier veranstaltet? Einmal. Dann brauche ich noch hier den Moinster oder Moinscher. Auf jeden Fall. Ist der denn jetzt abgeblieben hier? Da. Den brauchen wir auch noch. Da brauchen wir Kupfergears, okay. Die bekommen wir auch noch hin. Machen wir mal vier Stück. Und dann brauchen wir Kupfergears. Dann brauche ich noch Cobblestone. Da haben wir Cobblestone. Da machen wir auch erstmal einen von. Zack. Da nehmen wir diese Kupferdinger. Ganz einfach hier diese normalen stinkigen Kupferdinger. Können ja auch natürlich umwandeln. Das ist kein Problem. Beziehungsweise machen jetzt mal zwei davon. Und die restlichen davon ist ja auch kein Problem. Machen wir Glas. Und dann machen wir hier noch so ein Ding. Und dann haben wir da auch einen von. Und dann vielleicht schon mal eine Presse oder so. Oh, wie heißt der noch? Squeezer oder so? Ist das der hier? Das ist, glaube ich, das Ding, was ich suche. Ja. Möchte ich hoffen. Ja. Zinn. Da können wir aber auch mal noch mal ein paar Dinge herstellen. Also Zinn. Dann brauchen wir noch eine Zentrifuge. Zentrifuge. Ach ne, die wird hier glaube ich mit C geschrieben. Die Zentrifuge. Da ist sie doch. Da brauchen wir Kupfer und ein Ding. Tack. Haben wir auch. Was brauchen wir noch? Ach ja, das hatte ich auch noch vor, und zwar, die heißt Elektroglühmaschine, aber hier heißt sie, glaube ich, auch noch anders. Aber da suche ich jetzt natürlich das Pack dafür. Da sind wir doch fast in der Nähe. Biogasgenerator, Regentank, Worktable, da, Thermal, genau. Dafür brauche ich goldene Kiste und so ein Ding. Okay. Gold.
Kann ich das Rezept hier nicht so speichern? So irgendwie. Genau. Und nehmen wir einfach hier so eine Kiste raus. Dann habe ich die Sachen auch schon mal. Dann läuft das auch schon mal glatt. Der Squeezer läuft. Hier läuft alles. Dankeschön. Und hier muss man jetzt sagen, wie kommen wir nochmal machen auf 4? Genau. Zack, machen wir einfach 40 Tangdinger. Dann brauchen wir noch. Ach nee, da brauchen wir Glaspanels, glaube ich. Ich glaube, Glaspanels waren das da in dem Falle. Diese Eisengitter. Da hatte ich doch noch 2 Stück von. Da brauche ich aber noch welche. Zack. Ja, von den Panels reicht das erstmal. Und dann brauchen wir hier ein Fünfeck zum Viereck wieder. Haben wir so ein Glasscheibenauge. Also eine Glasscheibe sozusagen. Dann brauchen wir jetzt so eine Valve. Ich glaube, Valve wird das geschrieben. Da haben wir sie doch. Achso, einen Hebel brauchen wir noch. Damit haben wir denn noch einen? Ich glaube, das sieht schwer aus. Dann machen wir hier gleich mal 2 Stück. Zack. Und dann glaube ich so. So und so. Oder so. Mal so. So ist gut. Dann machen wir gleich mal ein paar mehr. Machen wir 16 Stück. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und den Rest werden wir erstmal hier noch ein bisschen in Tanks verarbeiten. Und dann brauchen wir noch ein paar Glasscheiben. Da würde ich hoffen, da haben wir noch welche. Jo, 44 Stück. Da ist Wasser und so alles noch gut. Wie viel produziert die denn eigentlich? Wie viel MJ? Das würde ich 1,6. Da würde ich vielleicht sagen, den lassen wir noch nebenbei laufen. Lass den abkühlen, wenn zur Not. Und werden dann das noch immer auf so ein, hier, sag mal schnell, auf so eine Whetstone-Cell draufsetzen. So, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall nochmal, ach ja, 2 können wir machen, yep. Und den Rest wieder in Tanks investieren. 116 Stück, machen wir gleich 2 Stacks. Den Rest nehme ich natürlich mit, den tun wir da rein und da rein. Denn wie gesagt, es geht darum, dass ich jetzt irgendwo gleich auch noch die Biomasse und sowas speichere, damit ich direkt weiß, wo ich damit hin muss. Und dann können wir alles unter dem Haus wieder hinsetzen. Hier werde ich wieder Kabel verarbeiten und Rohre und sowas. Und hier würde ich erstmal vorerst erstmal die ersten Tanks aufbauen. Können wir gleich eigentlich hier hinten in der Ecke schon mal anfangen, oder? Ah ne, da drüber ist das Ding. Das heißt, es wird irgendwo sich hier hinten ablaufen. Da machen wir direkt, eigentlich können wir auch alles direkt an der Wand setzen. Das ist nämlich das Problem nämlich nicht so. Da müssen wir sagen, hier unten wieder. Jetzt habe ich keine Axt. Ich kriege doch einen Rappel. Aber ich habe das hier. Und kann mir direkt hier oben auch eine Axt herstellen. Zuck. Machen wir uns eine Axt. Da kommt dann. Sind wir nicht so kniepig, machen wir uns hier eine Eisenaxt. Mensch. Naja, das wollte ich da drin haben. Und dann kann ich die Eisentanks mit der Biomasse aufstellen und dann können wir gleich schon fast sozusagen schon mal aufbauen. Die ganze schöne, herrliche Sache. Hier ist nämlich auch noch ein Keller drunter und hier ist auch noch Boden, aber da wird alles noch weiter verlaufen, damit das unten auch noch schöner sieht. So, wie gesagt, das muss dahin. Das kommt auch weg. Denn die Tanks werden hier wieder komplett hochgerichtet. Auf der vollen Größe, wie ich den Raum gestaltet habe. Das liegt nämlich, der Grund ist nämlich daran, ich habe genug Puffer dann sozusagen und kann im späteren Sinne immer noch diese Tanks erweitern. Beziehungsweise ich kann oben und unten die ganzen Ableitungen und Zuleitungen draufpacken. So, was natürlich die Sache ein bisschen vereinfacht. So, wie viel haben wir denn da als Speicher? Ja, das reicht. Können wir hier noch einen Bottich hinsetzen? Direkt. So, da müssen wir wieder dran. Und
Hier müssen wir wieder dran. Zack, zack, zack. Oh, doch, ich wollte gerade sagen, ein paar Tanks habe ich aber noch. Da sollte es erstmal nicht dran scheitern. Vielleicht können wir gleich noch einen herstellen. Das sollte eigentlich machbar sein mit 40 Stück. Oh. So, noch ein Tank. Gleiche Größe, gleicher Sinnbild. So. Das wird auf jeden Fall knapp werden. Das wird nicht ohne. Wenn ich jetzt schon allein 8 hier oben verbrauche, sozusagen, dann gehen da schon einige drauf. So, 2 Ventile wieder rein basteln. Ziemlich, ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Da fehlen nur minimal welche. Aber das ist nicht das Schlimme daran. Da habe ich aber auch keine mehr da. Ich komme noch einen dritten Tank aufbauen. Vielleicht haben wir noch mehr von den Dingern. Aber ich habe gerade wieder auf die Uhr geschaut. Die Nacht ist wieder angebrochen. Das heißt, wenn die Nacht anbricht, ist unsere Folge zu Ende. Das heißt, bis dahin, euer Flash-Shooter-LP und tschüssen.